gegessen wird, hat einen süßlichen Geschmack und wurde früher gern unter die Krapfenfülle gemischt. Heute sind vor allem Gesundheitsbewusste auf das Boxerlemehl wieder aufmerksam geworden, weil es ein reines und unbehandeltes Produkt ist. Damit das Boxhorn, so wie das Johannisbrot ja auch genannt wird, den süßlichen Geschmack auch im Mehl beibehält, muss es gestampft werden. Und die einzige und letzte noch funktionierende Stampfe befindet sich in Mühlen in Taufers. Kindheitserinnerungen werden beim Boxhorn knabbern wach. Bei den Kindern war die süße Frucht früher äußerst begehrt. So begehrt, dass sie sie den Bauern aus den Säcken stahlen. Das war für uns früher ein Leckerbissen, aber das war gut. Nicht? Da hat man die Frucht hat man gegessen und die Kerne hat man halt nachher sich in den Sack gesteckt und hat sie meistens noch in der Schule, mitgenommen, nicht? Und hat sie zusammen miteinander gespeckt. Nicht? Diese Zeiten sind vorbei, aber für die Benjamin-Stampfe in Mühlen scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Seit Menschengedenken steht sie in einem kleinen Häuschen im Dorfzentrum von Mühlen in Taufers, wo Walter Weger die Tradition des Boxerlemehlstampfens weiterführt. Angetrieben wird die hunderte Jahre alte Stampfe durch die Wasserkraft des Baches, der neben dem Häuschen vorbeifließt. Durch die Wasserkraft wird der Wellebaum angetrieben, der sich auf der Rückseite der Stampfe befindet. Der Wellebaum hebt die lärchenen Bretter in die Höhe. Beim Herunterfallen hacken die Bretter auf die Früchte und zerstampfen sie. Die Besonderheit, gemahlen wird die Frucht auch heute noch. Gestampft wird sie nur mehr hier im Ahrental. Das mit dem Stampfen ist einfach der Vorteil, dass die Frucht, wenn man sie mahlt, dann werden die Kerne, was da noch drin bleiben, werden mitgemahlt und durch das wird das Mehl bitter. Durchs Stampfen bleibt das Mehl schön süß und hat den typischen Boxele-Geschmack. Das rhythmische Auf und Ab des hölzernen Zerkleinerungsinstruments ist so laut, dass man das eigene Wort nicht mehr versteht. Stampfen gibt es natürlich schon andere, wo sie Getreide stampfen und das so. Aber eben für das Boxele-Mehl oder Boxhorn, Stingelan, Sätze stampfen, da braucht es die richtige Schwere für die Schießen. Nur ist der ganze Ablauf muss da ein bisschen besonderer sein. Und so kann man sagen, bin ich der einzige neu existierende Stampfer. Nach circa einer Stunde ist der Stampfprozess beendet. Das grobe Mehl wird jetzt in der Reiter gesiebt. Die groben Reste werden vor allem als Pferdefutter verwendet, das feinkörnige Boxelemehl als Süßstoffzusatz. Früher haben sie es verwenden als Süßstoff, also praktisch auf dem Polenta drauf ist es gekommen, noch auf den Milchreis haben sie es drauf gestreut, eben es wie Zucker. Mein, was das Besondere ist an denen, kann ich Ihnen gar nicht, also, das kann man nicht erklären. Es schmeckt einfach gut. Nicht nur die Boxele-Mehlgerichte, auch die Boxele-Frucht scheint immer noch zu munden.